der Trailer der 40. Duisburger Filmwoche, der vor jedem der 27 Wettbewerbsbeiträge zu sehen sein wird. Verantwortet hat den Thomas Heise. Thomas Heise ist ein langjähriger Gast in Duisburg, ein sehr renommierter und profilierter Filmemacher, der auch dafür steht, wie die DDR-Kinematografie in Duisburg aufgenommen wird. Und aufgenommen wurde Anfang der 90er Jahre, als er hier seine ersten Filme gezeigt hat. Und wir sehen einen Schwenk, der sich Zeit nimmt, einen Schwenk, wo am Ende gezoomt wird. Wir sehen Spiel, wir sehen Verbindungen, die aufgenommen werden. Wir sehen eine im Übergang begriffene Landschaft, ein ständiges Thematisieren des Thema Zeit. Es stehen Rahmen im Hintergrund und wir haben diesmal einen etwas längeren Trailer, 2,5 Minuten lang, der sich also auch dahingehend Zeit nimmt. Und wir glauben, dass der vor jedem unserer Filme die Möglichkeit gibt, nochmal was Neues im Bild zu entdecken, eine neue Sachen zu finden, für die man sich vielleicht interessiert. Und deswegen dachten wir, das passt gerade für die 40. Filmwoche sehr gut. Das heißt, dieser Trailer wird vor allem in unserer 27 Wettbewerbsbeiträge laufen. Davon kommen 16 aus Deutschland. Wir haben 9 Beiträge, diesmal relativ viel aus Österreich und 2 aus der Schweiz. Wir haben 7 Uraufführungen, worüber wir uns besonders freuen, und 2 deutsche Erstaufführungen. Ich bin fest!